Sie wollen die Waldameise retten, die künftigen Ameisenschutzwartinnen und Warte. Hier im Kanton Nidwalden will ihnen der 82-jährige Robert Lussi in einem eintägigen Kurs das Leben und Wirken der Ameisen näher bringen. Sehr interessant ist, wie die Tiere an dem steilen Hang so ein Nest bauen können. Sie schleppen lauter Steine rauf. Und was machen sie da oben mit den Steinen? Jawohl, die nehmen Wärme auf und geben die während der kalten Nächte wieder ab. Seit 2006 organisiert der ehemalige Lehrer Robert Lussi diese Kurse und hat schon über 150 Ameisenschutzwarte ausgebildet. Diese sollen danach einen oder mehrere Ameisenhaufen betreuen und die Lebensbedingungen der Völker verbessern. Sehr viele Waldameisenvölker sind in einem elenden Zustand. Und das wäre gar nicht nötig. Mit wenig Arbeit, mit kleinen Maßnahmen kann man einem Ameisenvolk sehr gut helfen. Ziel dieses Tages ist, dass die künftigen Ameisenschutzwarte Nester entdecken, beobachten, die Entwicklung der Völker beurteilen und wenn nötig einfache Pflegemaßnahmen durchführen können. Und sie bauen jetzt über die Blätter raus. Ist das wünschenswert oder ist das nicht wünschenswert? Also ich würde jetzt da ein paar Äste wegnehmen, damit sie ein wenig mehr Sonne haben. Die Ameisenpflege ist das eine. Noch viel länger beschäftigt den 82-Jährigen jedoch die Frage der Ameisenzucht. Wir haben 14 volle Jahre Zuchtversuche gemacht, um junge Waldameisenköniginnen zu einem lebensfähigen Volk werden zu lassen. Kein einziger der Versuche hatte Erfolg. Wir hatten aber eine Riesenüberraschung im Bergell. Im Bergell hat Robert Lussi vor 8 Jahren die ersten Ameisenschutzseminare für lokale Förster durchgeführt. Als er letztes Jahr für einen weiteren Kurs hierher zurückkehrte, erwartete ihn eine große, krabbelnde Überraschung. Hier haben wir aus Schulungsgründen die Äste entfernt, vor allem da oben. Das Volk kann sich jetzt frei rauf und runter bewegen. Mit den kleinen Arbeiten, die wir gemacht haben, ist das Volk gewachsen. Wir nehmen das Volk heute als Muttervolk für die ganze Gegend. Dank der freigelegten Wege hat das Muttervolk innerhalb weniger Jahre 15 Ablegervölker gegründet. Und jedes Volk erhält etwa die Fläche eines halben Fußballfeldes waldgesund. Die Ameisen verteilen Samen und fressen kiloweise Schädlinge. Die Erkenntnis, es braucht keine Zucht, sondern nur die richtige Pflege, um Ameisen zu vermehren. Das war ein Durchbruch. Inzwischen verfolgt Robert Lussi ein weiteres Ziel. Mittels der Ameisen will er die Zeckenpopulation in der Schweiz eindämmen. Entgegen der Meinung vieler Experten ist er von der Ameise als Antizeckenmittel überzeugt. Denn Waldameisen besiedeln größtenteils dieselben Lebensräume wie die Zecken. Wälder, Waldränder und angrenzende Wiesen. Und so haben wir dann vor 2 Jahren im Bergell einen kurzen Film gedreht, wo wir zeigen, wie eine Waldameise eine Zecke packt, schlussendlich von hinten aussaugt und die leere Hülle der Zecke wegträgt. Wir haben nachgewiesen, Waldameisen fressen, vernichten Zecken. Noch sind Lussis Beobachtungen nicht wissenschaftlich bewiesen. Aber man will jetzt in Feldversuchen die Interaktion von Waldameisen und Zecken genauer erforschen. Wenn sich bewahrheitet, dass Ameisen tatsächlich die Zeckenpopulation regulieren können, braucht es in jeder Waldregion mindestens 2 starke Ameisenvölker für eine erfolgreiche Vermehrung. Zurück in Nidwalden. Robert Lussi kommt langsam zum Schluss seines Kurses für die künftigen Ameisenschutzwarte. Voll motiviert und mit vielen neuen Infos und es hat einfach Spaß gemacht. Ich kenne zwei Ameisenhügel bei uns um die Ecke, die ich jetzt im Sommer und auch im letzten schon gesehen habe und die werde ich jetzt konkret angehen. Schauen, ob ich denen mit dem Wissen von heute was Gutes tun kann. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.